Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Entschuldigen Sie das Provisorium hier. Aber das war das einzige Boot, was Sie noch hatten. Dieser Kutter ist einer Schönheit wie Ihnen natürlich nicht würdig. Ich danke Ihnen, Daniel. Die Aufmerksamkeit, die Sie mir geschenkt haben, die hat mir sehr gut getan. Vielen Dank. Das klingt ja wie ein Abschied. Sie müssten doch inzwischen wissen, dass es mir darum nicht geht. Es kostet auch nichts extra. Wollen wir ins Führer rausgehen? Dort ist es wärmer. Hans? Wie geht es dir? Seit wann interessiert dich das denn? Dann höre ich nichts von dir. Können wir nicht nochmal in Ruhe reden? Komm bloß nicht auf die Idee, hierher zu fahren. Ich bin schon kurz vor Neustadt. Wozu? Um mir die Scheidungspapiere persönlich vorbeizubringen? Margarete, es tut mir wirklich leid. Was genau tut dir leid? Naja, die Sache mit Gabi. Gabi? Ich dachte, sie heißt Zoe. Ich kann dir das alles erklären. Ich hole dich zum Abendessen ab. Wo bist du denn? Was rauscht denn da so bei dir? Du bist aber nicht auf dem Meer, oder? Doch, und zwar mit einem sehr charmanten jungen Mann. Lass uns reingehen. Findest du sie? Kleine, finde ich ganz süß. Aber es bist doch du. Eine meinst die Turnschuhe? Ja. Nett. Nett? Ich finde die total schön. Gestern gekauft. Ja, wenn du mit so schicken High Heels kommen würdest, aber so ein aller Turnschuh. Dass sich Männer bei Frauen immer hohe Absätze wünschen, ohne selbst hier welche getragen zu haben. Wenn die wüssten, Blasen, schmerzende Füße. Aber sie machen die Beine schön. Ich kann dir mal welche leihen. Da kommt doch keine 2 Meter damit. Wenn ihr wüsstet. Der Kutter da vorne, der ist weder verankert noch fährt er. Stimmt, treibt er einfach so auf den Wellen. Können Sie da jemanden sehen? Nein. Queen für Küstenwache, bitte kommen. Queen für Albatros 2, hören Sie mich? Kontrollboot klar machen, Feddersen Sie übernehmen, Saskia. Küstenwache, jemand an Bord?
Sieht nicht nach Anschusslöchern aus. Eher als er erstochen worden. Aber womit? Das Beiboot ist weg. Jedenfalls waren mindestens zwei Personen an Bord. Und so wie das hier dekoriert ist, war das ein Rendezvous. Mhm. Wir wissen immer noch nicht, wer der Tote ist. Hatte weder einen Ausweis noch ein Handy bei sich. Auch die Tatwaffe gibt uns Rätsel auf. Mit einem Messer ist der Mann jedenfalls nicht erstochen worden. Dafür ist die Stichwunde zu rund. Vielleicht mit irgendeinem Werkzeug, ein Schraubenzieher oder sowas. Kugelschreiber, Nagel. Totgenagelt. Die Queen gehört zu einem Bootsverleih. Ausgemacht war, dass sie um 20 Uhr wieder am Hafen sein sollte. War sie laut Hafenmeister auch, aber dann ist sie noch ein zweites Mal ausgelaufen und nicht wieder aufgetaucht. Wer ist der Mieter? Daniel Korthaus. Die Rechnung ging aber nicht an seine Adresse, sondern an eine gewisse Sarah Ahrens. Übrigens hat der Bootsverleih bestätigt, die Queen hatte ein Beiboot. Die Suchmeldung ist noch raus. Hm. Sarah Ahrens, Inhaberin der Agentur Ahrens. Ob gesellschaftliche Events, Abendveranstaltung oder Reisebegleitung. Die Agentur Ahrens vermittelt Ihnen das passende Personal. Seriös, charmant, engagiert. Na, das wäre doch was für mich. Jackpot. Der vielseitige, weltgewandte Gentleman. Jahrgang 77, Größe 1,88, Gewicht 95 Kilo, Sprache Französisch. Na, Asmus, wenn das genau Ihr Ding ist, dann fahren Sie doch mal zur Agentur. Ja. Junger Mann, sind Sie gekommen, um sich als Reisebegleiter zu bewerben? Noch nicht. Asmus, Küstenwache. Schade. Vielversprechenden Nachwuchs kann ich immer gut gebrauchen. Gibt es denn Gefahrenzulage? Wozu? Die Chefin beißt nicht. Frau Ahrens, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Daniel Korthaus ums Leben gekommen ist. Oh Gott. Wie genau? Ein Unfall, oder? Nein. Er wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Draußen auf See, auf einem Kutter, den Sie gemietet haben. War Herr Korthaus gestern Abend beruflich unterwegs? Ja. Dann bräuchte ich den Namen der Person, mit der er zusammen war. Also, ich würde den Namen lieber... Meine Kundinnen legen großen Wert auf Diskretion. Ja, darauf können wir bei einem Tötungsdelikt leider keine Rücksicht nehmen. Margarete von Benden. Hat sehr kurzfristig gebucht und war zum ersten Mal hier. Wie weit genau reichen eigentlich die Aufgaben Ihrer Mitarbeiter? Wir vermieten hier keine Callboys, falls Sie das meinen. Wir bieten Reise- und Eventbegleiter an. Seriös, charmant und... Engagiert. Ich weiß. Margarete von Benden hat Korthaus für eine Woche gebucht. 5.500 Euro. Nicht schlechter Specht. Und hier, Agenturprovision 30%. Apropos Geld, Oh nee, nicht schon wieder. Ach komm schon. 50 Euro kriegst du morgen wieder. Will ich wissen, wofür du sie brauchst? Ich glaube nicht. Schon mal über einen Nebenjob nachgedacht? Ja, aber gib nicht alles auf einmal um. Ja, Margarete von Benden gehört einer Hamburger Bauunternehmerdynastie an. Und das ist übrigens ihr Mann. Eine verheiratete Geschäftsfrau, die in der Öffentlichkeit steht mit einem Gigolo? Die Info darf nicht in falsche Hände geraten. Laut Agentur ist Korthaus kein Gigolo.
Das war das Hotel der Familie David, wo Margarete von Benden abgestiegen ist. Sie checkt jetzt aus. Oh, dann sollten wir sie schnell zum Bleiben überreden, oder? Nehmen Sie Cornelius mit. Kommst du, Hase? Frau von Benden? Ja? Guten Tag, mein Name ist Cornelius. Wir sind von der Küstenwache. Das ist mein Kollege Herr Feddersen. Moin. Wir möchten gerne mit Ihnen über Daniel Korthaus sprechen. Ja? Stimmt es, dass Sie den gestrigen Tag mit ihm verbracht haben? Wieso? Herr Korthaus wurde umgebracht. Mein Mann und ich, wir hatten diese Reise hier gemeinsam gebucht. Angetreten habe ich sie dann aber allein. Mein Mann hatte zu tun. Ja, da habe ich eine Begleitung gesucht und auch gefunden. Daniel Korthaus. War Ihr Mann damit einverstanden? Ich denke nicht, dass Sie das etwas angeht, womit mein Mann einverstanden ist und womit nicht. Frau von Benden, wie lange waren Sie gestern Abend mit Herrn Korthaus zusammen? 7 Uhr? Ja, 7 Uhr. Wir haben eine Tour mit dem Kutter gemacht und uns im Hafen verabschiedet. Ich wollte früh schlafen und dann bin ich auch gleich zurück ins Hotel. Kann das jemand bezeugen? Frau von Benden? Mein Mann? Entschuldigung, haben Sie nicht gerade gesagt, dass Ihr Mann... Ja, er ist mir gestern nachgereist. Ach so, Ihr Mann ist jetzt also auch hier im Hotel? Er wohnt im Hotel Kremperhof. Wir machen gerade eine schwierige Phase durch und das war gestern unser Versöhnungsgespräch. Hat Herr Korthaus gesagt, was er für den Abend noch vorhatte, wen er treffen wollte? Nein. Hat er irgendwas Besonderes erwähnt? Ach so, ja, wir haben auf seine frisch gewonnene Freiheit angestoßen. Er hat bei seiner Agentur gekündigt. Ach, wissen Sie warum? Kann ich jetzt los? Leider nein. Sie werden sich bis auf Weiteres zu unserer Verfügung halten müssen. Margarete? Bist du in deinem Hotel? Nein, ich... Ich muss dich sehen, sofort. Okay. Die Aussage des Hafenmeisters deckt sich mit der von Frau von Benden. Die Queen hat um 7 Uhr angelegt, Frau von Benden abgesetzt und ist dann später wieder rausgefahren. Die Frage ist nur, wer war da noch mit an Bord? Was ist mit Ihrem Mann? Wir sollten ihn so schnell wie möglich befragen. Ist in Arbeit. Ist die Spusi schon in Korthaus Wohnung? Wir brauchen alles, was irgendwie im Zusammenhang mit der Agentur steht. Da kümmere ich mich drum. Asmus, Sie fahren noch mal in die Agentur. Ich hätte gerne eine Erklärung von Sarah Ahrens, warum sie uns nichts von Korthaus Kündigung erzählt hat. Mach ich. Hans! Charmeur. Mein Herz, was ist denn passiert? Warum die Eile? Die Blumen sind ja gar nicht von dir. Ach. Musst du mich selbst bei einem Strauß Rosen anlegen, hör mal? Ich kann das erklären! Ich kann das erklären. Ich wollte dich abholen und die Blumen waren an der Rezeption für dich hinterlegt. Ist das armselig, Hans. Zu dumm, dass du die Karte nicht entdeckt hast, ne? Von wem sind sie denn eigentlich? Geht dich eigentlich nichts an. Auf eine glückliche Zukunft mit dir. Liebe Daniel. Wer ist Daniel? Der junge, charmante Mann, mit dem ich gestern auf See war. Daniel Korthaus. Ich habe die ganze Woche mit ihm verbracht. Und jetzt ist er tot. Ach,
Lass uns lieber über unsere Zukunft reden, als über die Vergangenheit. Hans, er ist tot. Wo warst denn du gestern Abend? Wo soll ich gewesen sein? Du glaubst doch nicht, ich hätte. Wo warst du, Hans? Warst du hier im Hafen? Ich habe in der Aufregung nicht dran gedacht. Und warum hat Courthouse gekündigt? Daniel hat sich verliebt. Das hat er zumindest gesagt. In wen? Das hat er nicht gesagt. Die Frau wird wahrscheinlich auf einer Kündigung bestanden haben. Ich meine, wer will schon gerne mit einem Mann zusammen sein, der anderen Frauen von Berufswegen her schöne Augen macht? Hm? So geht es hier doch manchmal mehr. Arbeitsvertraglich sind solche Intimkontakte natürlich tabu. Das lässt sich aber eben schwer überprüfen. Beschwerden gab es über Daniel jedenfalls nie. Eher im Gegenteil. So, jetzt muss ich aber wirklich. Noch was vergessen? Eine Frage habe ich noch. Wie ist das mit dieser Sache als Reisebegleiter? Kann man die eigentlich auch als Nebenjob machen? Dann auf Rechnung oder Lohnsteuerkarte? Sie? Ich... Sie können sich gern bewerben. Auf unserer Homepage finden Sie ein Anmeldeformular. Ja. Wichtig sind natürlich aussagekräftige Fotos. Hm? Ja. So, Mann. Entschuldigung. Was wird denn das hier? Bewerbungsfotos. Aber das muss unter uns bleiben, okay? Bewerbungsfotos? Worauf willst du dich denn damit bewerben, ha? Ben, das war ein Spaß. Willst du deinen Fuffi wieder haben? Ja, aber ich will doch nicht, dass du dafür die Beine breit machst. Bleib mal locker. Alles kann, nichts muss. Guten Morgen. Hey. So früh schon so eine Hektik? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ach, den frühen Vogel hast du in deinem Schwinn versteckt? Ja, da bin ich ja beruhigt. Der hier ist aus Daniel Courthouse Wohnung. Und das ist sein digitales Tagebuch. Smart Diary? Unverschlüsselt? Naja, das Kennwort konnte ich knacken, war nicht besonders schwer. Okay, 15. bis 19. August. Juliane M. Brünett, sehr reich, aber kein Stil. Sie hatte die Nacht ihres Lebens, du meine Güte. Da, 20. August. Marion G. Blond. Gewöhnungsbedürftige Lache, aber gut gekleidet. Sie hatte die Nacht ihres Lebens. Ja, und jetzt schaut mal hier, am 25. August. Susanne S. Blond, tolle... Ich glaube, sie hatten alle die Nacht ihres Lebens. Und was sagt uns das jetzt? Naja, Juliane M. und Marion G., das sind dieselben Namen wie in Sarah Arends Kundendatei. Ich sag's doch, der hatte was mit seinen Kundinnen. Zumindest mit einigen von ihnen. Steht auch irgendwo drin, in welche Frau er verliebt war? Leider nein. Hans von Benten ist jetzt da. Gegen 6:30 bin ich im Hotel angekommen. Habe eingecheckt und bin dann gleich zu meiner Frau ins Hotel. Wir sind auf ihr Zimmer und haben geredet. Puh, etwa 3 Stunden, so bis 10. Ein Versöhnungsgespräch. Wenn Sie es so nennen wollen. Worüber haben Sie denn mit Ihrer Frau gestritten? Ging es da um Daniel Courthouse? Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Ach, hat Ihnen Ihre Frau nichts von Herrn Courthouse erzählt? Attraktiv, 1,88 Meter, 95 Kilo.
fließend Französisch. Klingelt da was bei Ihnen? Leider nein. Worüber haben Sie denn mit Ihrer Frau gesprochen? 3 Stunden lang. Ich habe mir in letzter Zeit ein paar kleine Ausrutscher geleistet. Aber verstehen Sie das jetzt nicht falsch? Ich liebe meine Frau. Quatsch! Hey, komm mal her. Na? Ich brauche mal deinen Rat. Was denkst du, was ich für ein Typ bin? Das charismatische Nordlicht, das jeder Frau ein Lächeln aufs Gesicht zaubert? Oder eher der einfühlsame Zuhörer und leidenschaftliche Koch mit Hang zur orientalischen Küche? Orientalisch. Wieso? Klingt doch exotisch. Aber nicht bei dir. Du, frag mal Saskia. Ich glaube, die kann sowas besser einschätzen. Weißt du was? Vielleicht hast du recht. Ich werde meinen ganzen Charme einfach mal an Saskia ausprobieren. Vergiss es. Ich glaube kaum, dass eine Frau wie Saskia auf einen Typen wie dich reinfällt. Was heißt denn ja einen Typen wie dich? Okay. Wenn du es wirklich schaffst, Saskia auszuführen, nur ihr beide, dann werde ich dir die 50 Euro erlassen und ich lege noch einen Fuffi drauf. Okay? Sag mal, der Bender, der hackt doch wieder irgendwas aus. Um was geht's denn da? Immer noch besetzt hier, Mensch. So Mist. Sag doch mal, Wir haben hier einen Fall zu lösen, okay? Okay, dann bekomme ich sie eben ohne deine Hilfe raus. Aber komm du noch mal an und frag mich was. Das bleibt aber unter uns. Ach, Quatsch. Okay. Jetzt mal rein objektiv, ganz frei von persönlichen Vorbehalten. Siehst du die Geheimratsecken? Siehst du die Falten auf der Stirn? Siehst du da irgendwo Kultur, Geschmack, gute Manieren? Nein. Neuigkeiten. In puncto Tatwerkzeug ist die KTU noch nicht weitergekommen. Dafür hat man im Brusthaar von Daniel Korthaus dieses Haar hier gefunden. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich hierbei um sein eigenes handelt. Ja, dann brauchen wir Haarproben von allen brünetten Frauen aus Sarah Ahrens Kundenkartei. Margarete von Wenden ist doch auch brünett. Die hat aber ein Alibi. Oder auch nicht. Die Zeugenbefragung am Hafen hat ergeben, dass Hans von Wendens Alibi nicht stimmt. Er wurde gegen 20 Uhr vom Besitzer der Hafenbar gesehen, als dieser sich draußen eine Zigarette angezündet hat. Ach, und die Rezeption des Hotels war am Freitagabend nicht durchgehend besetzt. Weder Hans noch Margarete von Wenden sind zu der Zeit von irgendjemandem gesehen worden. Von wegen 3 Stunden Gespräch auf dem Hotelzimmer. Feddersen hat recht. Die beiden geben sich gegenseitig ein Alibi. Aber wer schützt wen? Frau von Wenden? Was wollen Sie denn noch von mir? Kommt Ihnen dieses Haar bekannt vor? Das haben wir nämlich bei Daniel Korthaus gefunden. Ja, und zwar nicht irgendwie an seiner Jacke oder so, sondern direkt in seinem Brusthaar. Und alles deutet darauf hin, dass er kurz vor seinem Tod mit einer Frau geschlafen hat. Und möglicherweise steht dieses letzte Abenteuer in Verbindung mit der Tat. Und was habe ich damit zu tun? Vielleicht nichts. Aber wir könnten das herausfinden, wenn Sie uns eins Ihrer Haare überlassen würden. Ist nicht nötig. Es ist mein Haar. Zufrieden, ne? Ui. Wie machst du das nur? Was meinst du? Dass du jeden Tag so gut aussiehst. Du strahlst so von innen heraus. Na ja, vielleicht versuche ich die Dinge positiv zu sehen. Das ist dein Geheimnis. Das steckt an. Naja, also es gibt bestimmt auch Tage, an denen ich... Deswegen ist man so gerne in deiner Gesellschaft. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Ein paar Jahre. Und wir waren noch nie zu zweit unterwegs. Also, in unserer Freizeit. Nö. Müssen wir ändern. Bestimmt. Wie wär's denn mit heute Abend, 20 Uhr? Ben, das ist wirklich süß, aber... Ich wusste es. Heute Abend ist schlecht. Montag?
Dienstag. Benjamin? Ja. Was wird das gerade? Ja. Freitag war unser letzter Tag. Daniel hat mir seine Liebe geschworen und ich bin schwach geworden. Ich habe ihm aber ganz klar gesagt beim Abschied, dass es kein zweites Mal geben wird. Ja, und dann bin ich auch gegangen. Und wie hat er den Korb aufgenommen? Er hat ihn akzeptiert, es blieb ihm ja gar nichts anderes übrig. Naja, vielleicht ist er ja auch sauer geworden. Immerhin hat er für Sie seinen Job an den Nagel gehängt. Für mich? Das ist lächerlich. Frau Ahrens hat uns bestätigt, dass er gekündigt hat. Und Sie haben uns gesagt, dass er Ihnen seine Liebe geschworen hat. Aber Sie wollten seine Liebe gar nicht. Es kam zum Streit und Sie haben sich zur Wehr gesetzt. Sie vergessen, ich habe ein Alibi. So wie Ihr Mann. Der wurde nämlich zur Tatzeit am Hafen gesehen. Das hat nichts zu sagen. Doch, das hat eine ganze Menge zu sagen. Nämlich, dass weder Ihr Mann noch Sie ein Alibi haben, Frau von Benden. Ja. Wann verhaften Sie mich doch? Ich habe doch schon alles gesagt. Was wollen Sie denn noch von mir? Sie haben uns angelogen, Herr von Benden. Sie sind gesehen worden am Hafen. Ja, ich war dort. Ja, ich weiß. Warum? Ich war auf dem Weg zu einer Verabredung. Ich habe eine junge Frau bei meiner Ankunft im Hotel kennengelernt. Wir waren uns gleich sympathisch. Haben in der Hotelbar was getrunken und uns dann an meinem Wagen getroffen, den ich am Hafen geparkt hatte. Im Auto ist es dann... Muss das wirklich sein? Ja, bitte. Fürs Protokoll. Also, im Auto ist es dann... Zu einer Annäherung ist es da gekommen. Meine Begleiterin kann das bestätigen. Sie wohnt auch im Hotel. Bitte. Sie dürfen meiner Frau nichts davon erzählen. Wie heißt denn Ihre Begleiterin? Anna. Anna Meyer, Müller-Schulze. Weiter weiß ich nicht. Zimmer 106. Zimmer 107. Zimmer 107. Das muss doch ziemlich spannend sein. Ständig sitzt hier einer und behauptet, mit der Tat nichts zu tun zu haben. Und Sie sitzen da und schauen sich das alles an. Sie müssen eine verdammt gute Menschenkenntnis haben. Keine Sorge, vor mir brauchen Sie sich nicht zu fürchten. Schauen Sie mich an. Können diese Augen lügen? Unfassbar. Wie kann der Typ so einen Schlag bei Frauen haben? Irgendwas muss er haben. Muss ich mir Sorgen machen? So. Anna Zimmer 107 hat das Alibi bestätigt. Sie war den ganzen Abend mit Hans von Benden zusammen. Und bei euch so? Darf ich Sie mal was Persönliches fragen? Bitte. Warum machen Sie das? Ich meine, Sie lieben doch Ihre Frau, oder? Weil ich Ihnen das beantworten könnte. Je älter ich werde, desto schlimmer wird es. Junge Frauen ziehen mich einfach magisch an. Aber ich trage mein Laster mit Fassung. Und außerdem hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Von Benden? Entschuldigen Sie, wir haben uns nur einmal gesehen. Sarah Ahrens von der Agentur. Die Dame vom Hotel hat mir gesagt, wo ich sie finde. Ich will auch nicht lange stören. Darf ich? Es tut mir sehr leid, was da passiert ist. Ich hoffe, Sie fühlen sich durch die Ermittlungen nicht zu sehr belästigt.
Die Rechnung habe ich im Hotel hinterlegt. Selbstverständlich habe ich Ihnen nicht den gesamten Preis verrechnet. Ich habe alle Leistungen erhalten und dafür bezahle ich auch. Also dann, alles Gute. Mit Kino. Ja, okay. Ja, es muss. Ja, wären Sie so nett und würden später vielleicht mal kurz in meinem Büro vorbeischauen? Es eilt gar nicht. Einfach nach Feierabend. Ja. Aus den Kontoauszügen von Daniel Korthaus geht klar hervor, dass er von seinen Kundinnen Geld bekommen hat. Ziemlich hohe Zahlungen. Im letzten Jahr waren es insgesamt rund 250.000 Euro. Und ich schätze, Sarah Ahrens hat davon nichts gewusst. Ja, schätze ich auch. Entweder hat die Frauen ohne Wissen der Agentur nochmal getroffen und privat abgerechnet, oder er hat sie erpresst. Immerhin stehen sie fast alle im öffentlichen Leben. Die haben einen Ruf zu verlieren und die meisten sind verheiratet. Ist ein bisschen komisch, dass er das Geld gar nicht ausgegeben hat, oder? Einfach auf dem Konto angehäuft. Vielleicht hat er damit gedroht, es ihrem Mann zu sagen oder an die Öffentlichkeit zu gehen. Das wäre ein Motiv. Mein Mann war wo? Nicht am Pier, sondern auf dem Parkplatz hinter dem Hafen in Begleitung einer jungen Frau. Mhm. Anna, Zimmer 107. Jetzt reicht's mir aber endgültig. Aber wem wollen Sie denn anrufen, Frau von Benden? Na, meinen Scheidungsanwalt natürlich. Vielleicht sollten Sie mit ihm nicht die Scheidung, sondern besser eine Verteidigungsstrategie besprechen. Frau von Benden, hat Daniel Korthaus versucht, Sie mit Ihrem sexuellen Abenteuer zu erpressen? Kam es zum Streit mit tödlichem Ausgang? Haben Sie irgendwelche Beweise für Ihre absurde Theorie? Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an meinen Anwalt. Hm. Herr von Asmus, was kann ich für Sie tun? Seid ihr schon mit der Befragung durch? Ja. Fahrt doch gleich auf die andere Seite des Hafens. Da haben die Kollegen das Beiboot der Queen gefunden. Jo, wird gemacht. Kommst du, Hase? Mhm. Hey. Polizeiobermeister Asmus, Küstenwache. Herr Gruber, was kann ich für Sie tun? Ich bin gleich bei Ihnen. Martin? Hast du mal dein... Könnte Blut sein, oder? Mhm. Hast du auch noch eine... Sie mal, wie kommen Sie auf sowas? Sich auf eine Stelle als Callboy zu bewerben? Callboy? Hat das Herr Feddersen behauptet? Ach, Feddersen. Alle Kollegen wissen doch Bescheid. Machen hinter vorgehaltener Hand ihre Witzchen. Was hat Sie denn da geritten in drei Teufelsnamen? Das war ein Spaß. Sollte ein Witz sein. Falls das anders rübergekommen ist... Ich bin Polizeibeamter. Ich würde nie etwas tun, was dem Ansehen der Küstenwache schaden könnte. Ich fühle mich wohl hier. Sehr wohl. Nur halt was? Die Bezahlung. Ich finde schon, wir könnten mal über eine Gehaltserhöhung sprechen. Für Gelegenheit? Raus! Junge, Junge, Junge.
Die Fingerabdrücke und die DNA von Margarete von Menden haben wir. Wenn die Kriminaltechniker jetzt noch die dementsprechenden Spuren am Beiboot finden, dann kriegen wir sie. Wo ist eigentlich Ben? Oh, der holt sich seine Standpauke bei Gruber ab. Hm? Ach, du weißt gar nicht, was er vorhatte. Hm? Er wollte bei der Agentur Ahrens anheuern, sozusagen als Nebenerwerb. Wie süß. Der wollte üben. Hm? Ben hat mich zum gemeinsamen Abendessen eingeladen. Und? War er erfolgreich? Ja, ich war drauf und dran, schwach zu werden. Na sicher. Du bist ja ein Kumpel. Was ist los? Gruber hat mich gerade zusammengefaltet wegen dieser Bewerbungskacke. Danke auch. Ich hab das im Vertrauen gesagt. Du warst das. War ja klar. Was? Ich war das nicht. Ich würde dich doch niemals bei Gruber verpetzen. Ben. Ey, ich hab das nur einer Kollegin weitererzählt. Von Pia. Shit. Ben, also ich habe noch mal nachgedacht über dein Angebot. Und ja, ich würde es gern annehmen. Die Einladung zum gemeinsamen Abendessen. Dienstag um 8. Deine 100 Euro kannst du dir jetzt abschminken. Dir werde ich jetzt mit Saskia auf den Kopf hauen. Viel Spaß. Vielen Dank. Vom Benden hier, guten Tag. Ich habe gestern einen Blumengruß von Ihnen erhalten und wollte jetzt gerne wissen, wer den am Freitagabend bei Ihnen in Auftrag gegeben hat. Hotel Familie David. Ach, Samstagmorgen erst. Und von wem? Ich weiß jetzt, wofür die 250.000 Euro auf Daniel Korthaus Konto bestimmt waren. Er hat einen Laden gemietet, beste Adresse, alles vom Feinsten. Allein das Bad sollte komplett mit Marmor ausgekleidet werden. Das hier hat mir gerade der Architekt geschickt. Das sind die Unterlagen für Daniel Korthaus zukünftiges Büro. Er war ganz offensichtlich dabei, eine eigene Agentur zu gründen. Deswegen hat er bei Ahrens gekündigt. Ja, und die besten Kundinnen hätte er ganz einfach mitgenommen. Ahrens wäre über kurz oder lang wirtschaftlich ruiniert gewesen. Hey, die Kollegen der KTU haben auf dem Metallteil, das wir auf dem Steg entdeckt haben, tatsächlich Blut gefunden. Es stammt von Daniel Korthaus. Bei dem Metallstück könnte es sich um die Spitze eines Stilettoabsatzes handeln. Das Stiletto von Sarah Ahrens. Damit hat sie Korthaus erstochen. Dann ist sie mit dem Beiboot in den Kommunalhafen geflohen, wo sie mit dem Absatz im Steg stecken geblieben ist. Wir fahren in die Agentur. Wenn Sie mir schon am Dienstagabend die Freundin ausspannen, dann würde ich ganz gerne noch mal mit ihr zusammenarbeiten. Hm? Frau von Benden, Sie wollten mich sprechen? Ich habe nicht viel Zeit. Worum geht's? Sie haben mir den Blumengruß ins Hotel geschickt. Daniel war ja am Samstagmorgen bereits tot. Wollten Sie von sich selbst ablenken? Meine Verbindung zu Daniel publik machen, um die Küstenwache und meinen Mann glauben zu lassen, dass ich ihn ermordet habe? Sie waren es. Aus Eifersucht
Weil Daniel sich in mich verliebt hat. Ihm ging es nur um Macht und ums Geld. Vernichten wollte er mich und mein Geschäft und seine eigene Agentur aufmachen. Dabei war ich es, die ihn dazu gemacht hat, was er war. Gut erzogen, charmant, eine Granate im Bett. Undankbar war er. Schon immer. Wir haben neue Mitarbeiterin angetroffen. Sarah Ahrens ist zum Yachthafen gefahren, angeblich um Margarete von Benden zu treffen. Wir sind auf dem Weg dahin. Schick Verstärkung. Dank. Mein Herz. Wir wollen es noch mal miteinander versuchen. So ein Erlebnis schweißt zusammen. Na, mal sehen, wie lange das gut geht.